Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight on Technik und Lifestyle Channel. Soulmate is connected. In unserem heutigen Review möchte ich euch den Jabra Soulmate vorstellen. Es ist ein kleiner, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, den Jabra vor kurzem auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin 2012 vorgestellt hat. Und da wird deutlich, der Trend geht weg von den Docking-Stations hin zu mobilen, tragbaren, kleinen Lautsprechern, die von euren Devices, wo ihr die Musik drauf habt, per Funktechnologie angesteuert werden. Für alle, die keinen Bluetooth drin haben, ist es auch kein Problem. Man kann auch das Gerät per 3,5 mm Klinke anschließen. Kommen wir mal zum Design und zur Verarbeitung. Als ich ihn in der Verpackung gesehen habe, dachte ich schon, Mensch, der sieht ja aus wie ein kleiner Turnschuh. Und das ist auch so gewollt. Und wir sehen hier unten eine Gummisohle und hier hinten die Schlaufe wie bei einem Turnschuh. Und er schreibt sich auch nicht Soulmate, Soul für Seele, sondern Soul für Sohle. Und diese Gummisohle, die macht auch wirklich Sinn, denn sie sorgt dafür, dass Vibrationen nicht auf den Untergrund wiedergegeben werden und vor allen Dingen, dass sich der Lautsprecher, wenn er voll aufgedreht ist, nicht auf dem Tisch oder auf dem Untergrund bewegt und möglicherweise runterfällt. Also alles sehr, sehr gut durchdacht. Die Verarbeitung ist echt klasse. Ich bin wirklich begeistert. Hier sind keine Kinken, keine Gerade dran. Die Oberfläche hier ist aus Kunststoff. Die Abdeckung der Lautsprecher sind aus lackiertem Metall. Und die Sohle, wie gesagt, ist aus Gummi. Und das fühlt sich alles sehr, sehr wertig und sehr, sehr gut an. Und ja, es macht Spaß auf mehr. Und wenn man einen Bluetooth-Lautsprecher hat, dann stellt man sich natürlich erst einmal die Frage des Koppelns. Wie koppel ich ihn? Und das ist beim Soulmate sehr, sehr einfach. Wir haben hier auf der einen Seite den Ein-Ausschalter, der noch eine Position weiter höher die Bluetooth, den Kopplungsmodus sozusagen einschaltet. Aber das zeige ich euch gleich mal in einem kleinen Einspieler. Da seht ihr genau, wie das geht und da hört ihr vor allen Dingen, wie das geht. Der Soulmate gibt bei den meisten Befehlen Audio-Feedback. Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting on your phone. Connect me. Soulmate is connected. Ich hatte es schon erwähnt, für alle, die auf ihren Devices kein Bluetooth haben, wie zum Beispiel Besitzer eines etwas älteren iPod, die können das Gerät per 3,5 mm Klinke anschließen. Dazu ist hier an der Seite der Anschluss und ganz witzig, und das habe ich noch bei keinem dieser Lautsprecher oder Art dieser Lautsprecher gesehen, ist das Kabel hier unten in der Sohle verstaut, es verheddert nicht, es ist immer dabei und es ist echt eine super Lösung. Es ist einfach da reingesteckt und in die Sohle integriert. Das nehmt ihr einfach raus und verbindet dann euren iPod oder jedes andere Device per 3,5 mm Klinke. Automatisch wird dann Bluetooth ausgeschaltet. Das war die Verbindung per Kabel. Die Einsatzgebiete, das ist klar, ihr könnt den Soulmate wirklich überall mit hinnehmen. Dafür ist er gedacht, er ist sehr, sehr robust. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt und wenn es mal etwas heftiger zur Sache geht, hat Jabra noch so einen Schutzbeutel dazu gepackt. Dort könnt ihr die Soulmate dann hineintun. Das macht den Sound nicht schlechter, aber es schützt wirklich vor Wasser, vor Regen. Und wenn ihr sie mal an den Strand mitnehmt, dann schützt es den Lautsprecher auch noch vor Sand, logischerweise.
Der Klang, den kann man hier übers Video natürlich immer nicht so wiedergeben, aber ihr habt das jetzt eben in dem Einspieler schon gesehen, als die Soulmate im Kopplungsmodus war. Es klingt gut, es ist ein kräftiger Klang. Wir haben hier vorne drei Lautsprecher drin, hinten auf der Rückseite ist noch ein Basspanel und das merkt man auch. Es ist natürlich keine HiFi-Anlage, aber für einen so kleinen Lautsprecher macht er einen wirklich guten Klang und es macht wirklich Spaß, ihn überall mit hinzunehmen und dort seine Musik zusammen mit Freunden zu hören oder auch nur alleine. Ihr könnt ihn natürlich auch an den PC anschließen, an den Mac. Dort halt als Lautsprecher benutzen. Die Bedienung des Soulmate ist denkbar einfach gehalten. Hier an der Seite habt ihr ja, wie schon gesehen, den Ein- und Ausschalter. Wenn ich den jetzt bediene, dann hört ihr das Audio-Feedback beim Einschalten. Und zusätzlich, wenn er ein Device gefunden hat, sagt er auch noch, dass er mit diesem jetzt verbunden ist. Auf der Oberseite habt ihr drei Tasten. Die Plus- und die Minus-Taste sind für die Lautstärkeregelung da. In der Mitte die Taste mit der Sprechblase. Das ist so eine Multifunktionstaste, mit der könnt ihr jetzt zum Beispiel den Akkuzustand abfragen. Battery full. Batterie ist also voll. Oder aber wenn ein Anruf reinkommt, könnt ihr den damit annehmen. Ihr steuert mit dieser Taste also auch die eingebaute Freisprecheinrichtung. Die Akkulaufzeit beträgt bei Musik und Gespräch 8 Stunden, die Standby-Zeit 960 Stunden, das sind 40 Tage, also ein ziemlich guter Wert. Und aufgeladen wird der Soulmate innerhalb von 2,5 Stunden und dann ist er wieder einsatzbereit. Alles gute Werte. Uns hat das Soulmate sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Vielleicht habt ihr den Soulmate schon zu Hause, dann könnt ihr auch was dazu sagen. Wir finden ihn klasse, wir werden ihn wahrscheinlich auf jeden Fall, nicht wahrscheinlich, aber auf jeden Fall im Urlaub mal mitnehmen. Und klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel besser, als wenn man die iPhone-Lautsprecher oder die iPad-Lautsprecher nur dabei hat. Ja, das war's für heute. Das war unser Review zum Jabra Soulmate. Alle Links zum Video findet ihr wie immer in der Box. Weitere Informationen ebenfalls wie immer in unserem Blog, deren Besuch ich euch natürlich hiermit auch ans Herz lege. Dort gibt es ein bisschen mehr Informationen, technische Daten noch und jede Menge Bilder. Und ich verabschiede mich und sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao, euer Holger.